So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. Ja, wir machen heute weiter hier in unserer Stufe 5 Karriere oder Saison 5 Karriere, ist ja Stufe 4, so ist ja richtig. Und zum Start machen wir erstmal wieder ein kleines Promo-Event, heute für Flat Philly, ein Togerennen auf in Hongkong. Und los geht es mit GT-Fahrzeugen, mit dem McLaren MP412C. Das wird lustig im Berg herunter, das wird sehr lustig, glaube ich. Ui, Lackierung ist cool. Die hat was, ja. Immer was anderes. Aber das könnte lustig werden jetzt bergab. Schöne Bergkurven mit dem McLaren MP4. Kein langsames Auto. Aber naja, schauen wir doch mal. Das wird jetzt lustig. Auf dieser Strecke in Hongkong musst du dein ganzes Können aufbieten. Hol dir den Sieg. Okay, dann wollen wir das mal machen. Flat Fiddy heißt die nette Firma, für die wir jetzt hier antreten. Auch für die, die das Promo-Event macht. Weil wir fahren hier gegen den anderen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich gegen die Corvette fahre. Gegen Corvette Viper. Mein Gott, voll die Beleidigung auf das Auto. Nein, nicht, dass eine Corvette scheiße ist, aber eine Viper kannst du halt nicht als Corvette bezeichnen und eine Corvette nicht als Viper. Das geht nicht, das ist falsch. Du ziehst schön davon. Jo, und bam! Du hast die Runde wegen zu aggressiven Fahrens verloren. Ich wollte gerade zurückspulen. Leck mich. Ist okay, danke schön. Hab ich verstanden. Oh, meine sieht geil aus. Also irgendwie die. Boah. Die Lackierung der Viper hinter mir. Naja. Sollte kein Problem sein. Du bist hier schon öfter weiter vorne gelandet. Die Strecke ist halt echt lang, ne? Oder fahren gar nicht die komplette, oder? Nicht die komplette Hongkong-Abfahrt, weil das wäre echt eine lange Strecke. Aber nee, stimmt ja. Zähler links geht viel zu schnell hoch. Wurde aber auch jetzt netterweise in den Kommentaren erklärt, warum das da mit der Map ist. Seit dem neuesten Update ist das nur in Rennen, sind die noch da. Also in anderen Sachen. Er holt auf. Gib alles. Alter, dafür kann ich doch jetzt nix. Ich bin da überhaupt nicht hingezogen. Alter, leck mich. Das probieren wir noch mal. Hab ich ihn gerannt, da bin ich mir ganz sicher, dass er einfach rüber von seiner Linie rüber geschossen ist. Ey, in Luft verwirren kann ich mich immer noch nicht. Penner. Typisch Franzacke, ey, Mann. Scheiß Weiberfahrer. Hätte ich auch lieber. Bau die Lücke weiter aus. Das machst du klasse. Ich weiß nicht, warum ich gerade Audi-Lücke gehört verstanden habe. Alter, diese Kurve, die ist mit dem aber auch echt biestig zu fahren, weil das bergauf geht und dann noch quer, das ist mit dem. Boah, Herausforderung meiner Meinung nach. Grundsätzlich die ganze Strecke zu dem Wagen echt ein Kampf. So einfach ist es auf jeden Fall nicht mit dem Wagen hier. Er verkürzt den Abstand. Lass ihn nicht. Verkürzt ihm gleich was anderes, wenn er rankommt. Auf jeden Fall nicht sein Genitalbereich gemeint, damit man nicht sein Auto, aber okay. Yay, yeah, Hälfte des Renns rum. Oh ja, der schönste Abschnitt kommt hier erst noch. Daran. Nö, jetzt kann ich gerade ein bisschen meinen Vorsprung ausbauen, das ist gut. Oh, schön, nein. Ach, hallo Wand. So, ich müsste gleich irgendwo schon das Ziel aufploppen. Ich hätte auch jetzt nichts dagegen. Aber mit dem McLaren ist es hier echt schon knifflig zu fahren, weil der Mantelkurven wirklich, naja, unkontrolliert beim Heck kommt. Irgendwie zum Beispiel diese Backaufkurve, da Backaufrechtskurve. Oh, da wollte er auch nicht so ganz. Autsch. Ihr habt euer Auto, viel Spaß damit beim Reparieren. Und das Schild auch. Was für eine Fahrt. Du hast den Sponsoren genau das geboten, was sie sehen wollten. So, jetzt heißt es doch mal, ihn zurückbesiegen, beziehungsweise einfach dranbleiben, oder beziehungsweise vorbeikommen, sollten wir eigentlich hinkriegen. Hoffe ich doch mal. Ich weiß nicht wo, das ist das Problem, auf dieser Strecke zu überholen. Ist knifflig, wenn man den Gegner zum Beispiel bei Toge nicht rammen darf, weil na, ein bisschen anlehnen muss man sich eigentlich schon, weil so viel Platz ist hier halt nicht. Dass in Kurven sowas durchkommen könnte, ist. Ah, fuck! Ja, falsch angefahren. Viel zu spitz reingeschossen in die Kurve jetzt. Das sehe ich auch ein. So, warte mal, dann müssen wir mal gucken, wie. 81%, die Kiste habe ich jetzt aber auch zerlegt, ne? Ja.
Wo bin ich denn hängen geblieben? Wer kennt sie nicht, die berüchtigten Betonpfosten aus Hongkong? Meine Fresse, ja gut, ich muss die Leute natürlich schützen. Okay, auch wenn der höchstwahrscheinlich ganz schön was abgekriegt hätte. Wo ist denn der Reifen hin? Ja, mein Auto frisst den Reifen. Da, warte. Reifen da. Ja, Reifen weg. Ja, okay, mein Auto kann Reifen fressen. Das ist super. Das ist ein reifenfressendes Auto. Gut. Rückwände. Mal gucken, wie holen wir denn da? Hier kann ich nicht überholen, kann ich kicken. Doch außenrum. Ja, komm, komm, komm. Yes. Außenrum geht, innenrum ging natürlich kein Stück. Die 5 Sekunden Vorsprung brauche ich mir gar nicht errechnen. Das ist gegen die Viper hier keine Chance. Dafür fährt er viel zu gut. Klar, ich konnte ihn jetzt überholen, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt den 5 Sekunden Vorsprung jetzt rausholen könnte. Weil so viel schneller bin ich dann auch nicht unterwegs. Wow, 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 wow. Au. Ich stelle halt immer gerne alles auf den Kopf. Wie auch immer, ich bin auch am Bambussträuchern oder sowas, bin ich gerade kapiert, oder? Habe ich das richtig gesehen? Was, Bambussträucher? Was soll ich das nehmen? Nein, Entschuldigung, es war ein Fahnenbusch oder was auch immer das da ist. Alter, das ist ein Busch. Ein Busch haut meine Kiste kaputt. Entschuldigung, es ist ein Codemaster-Rennspiel. Codemaster-Rennspiel sind die größte der Gefahren sind einfach Büsche. Das war schon in Dirt so. Das wird sich auch hier anscheinend in Grid nicht mehr ändern. Wenn du Büsche siehst, weich aus, Alter. Die zerficken deine Karre so was von. Du brauchst dir keine Gedanken machen, dass der Wagen da heile rauskommt. Büsche sind das Böse hier. Das Böse ist im Busch, genau. SpongeBob hat nur auf Codemaster-Spiele angespielt. Das ist die SpongeBob so mehr Jungfrau, Mann. Nicht, dass ich die Serie geguckt hätte, gucke, nein. Ich habe die ja früher mal geguckt. Ich würde die jetzt nicht mehr schauen, es ist viel zu kindisch. Zäh. Guck denn sowas in, mit 19 noch. So, genug bei mir. Ah! Das gibt's doch nicht, ey, diese... Wenn das solche Backup-Kurve und Co. sind, dann ist der aber echt so easy. Okay, ich bin jetzt hier außen auf den Bordstein gekommen, das gebe ich auch zu. Aber... Nee, Hongkong, McLaren und MP4, wir werden uns nicht verstehen. Das wird keine Liebesbeziehung, davon kann man mal ausgehen. Starke Leistung. Du hast da ja, ja. Er hat aber wesentlich gesagt, ich. Nicht, dass wir eine starke Leistung erzogen haben. Das finde ich gut. Ich finde es auch super, wie ihr feiert, wenn ich mal mit dem Ingenieur mich diskutiere. Aber ich sage ja nur meine Meinung, weil der Typ labert mich viel, viel Scheiße, wenn der Tag lang ist. Okay, Scheiße muss man mal tun, genau. So sieht es nämlich aus. So, da waren es nicht mehr lange bis zu den 20 Millionen. Und bei uns fällt gerade irgendein LKW vom Haus lang, aber das ist im ziemlichen Tempo. Ich glaube, der hat sich verfahren. Also nicht im, der rast nicht langsam, ist langsam. Ich habe schon tolle fahrerische Leistungen von dir gesehen, aber das war noch viel mehr. Ja, der hat sich verfahren. Also er ist komplett mit einem schönen Sattelschlepper hier bei uns die Straße hoch und jetzt setzt er gerade zurück. Das ist bei natürlich so einer schönen Nebenstraße. Ist das schon haargenaues Arbeiten, was er da jetzt tun darf, dass er mit dem Ding gerade da rauskommt. Naja, viel Spaß. Hat sich ja keiner dazu gezwungen, reinzufahren. Naja, gut. Zumis, Duellserie, 3 Eventrunden sind das. Hongkong, Kowloon-Steigung. Okay, los geht es. Wir haben die komplette GT-Auswahl. Dann nehme ich doch den Aston Martin. Ach, wir müssen Autos lackieren. Ganz vergessen. Müssen wir gleich noch machen. 2 Autos haben wir ja noch, die wir noch lackieren müssen. Ganz vergessen, ganz vergessen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist ja schrecklich. Na, gleich noch machen, ist ja kein Ding. Geht doch schnell. Bei 2 Autos ist das ja nichts. Der Ball ist Deutsche, da ist ja ganz kurz die EU-Lackierung draufgepackt. Auf dieser Strecke in Hongkong musst du dein ganzes Können aufbieten. Hol dir den Sieg. Die wollen mich aber auch echt ärgern, ne? Der hat Hongkong gerade nicht gemacht, bekommen wir aber das nächste auch Hongkong. Alter! Makoto. Makoto oder Kano, so. Duell kann man ja zum Glück auch ein bisschen anlehnen, das ist das Positive. So, dann wollen wir uns mal absetzen und Goodbye sagen. Alter, aber was für ein Tempo, man hier einfach mal lang über Hongkong, wo geweckt. Die Strecke ist bockschwer. Da fährst du in so einer Kurve einfach mal 82 an, ey. Oh, er kommt aber angeschossen, der Herr. Ja gut, ist auch sein Gebiet hier.
Wer weiß, wie er hier zu fahren hat. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie der Spoiler vom 177 sagt mir nie so wirklich zu. Es ist nicht so ganz mein Lieblingsspoiler von Autos, die mit den ausfahrenden Spoilern. Da gibt es schönere, finde ich. Weil es sieht ja nur so, es sieht halt so mickrig aus. Ja klar, ich will ja jetzt keinen riesigen Heckspoiler drauf, aber halt, ja, halt über die komplette Fahrzeuglänge, nicht nur so in der Mitte, beziehungsweise der sieht halt so komisch klein aus. Sieht aus, als hätte einer deiner Verfolger... What the fuck, was macht der da hinten? Was abgekriegt? Er hat abgekriegt, dass sie... Oh ja, zu weit raus. Oh. Der hat sich überschlagen hinterher, ey. Kriegt das auch mal hin. Okay, an den Steinwänden ist das nicht schwer. So, nochmal kurz zu weit raus. Heck eingeschlagen, rumgedreht. Ja, und dann natürlich da eingeschlagen, wo die Mauer so leicht spitz hochläuft. Ja, und dann, zack. Hat sich wohl so, wie es aussieht, ein Teil in seinem Auto verkauft, was mir ein bisschen abgehebelt hat. Aber gut, ich beschwer mich nicht. Und schon die linke Achse kaputt. Supi, läuft doch. Das will man mehr. Das Auto jetzt komplett total Schaden. Sieht dann aus, ne? Weil der kommt ja nicht mehr hinterher. Gut, da fahrt jetzt nach Hause, geht ja klar. Aber das ist ein langes Rennen, wow. So kurz ist was anderes, Leute. Ja, und ich fahre auch gerade relativ beschissen. Ich fahre die Kurven viel zu langsam, zu unruhig. Aber ich finde mit dem ersten Martin hier nicht so ganz meine Linie. Okay, kaputt ist er nicht. Der holt nämlich gerade ganz gewaltig wieder auf, weil ich gerade so scheiße fahre. Ich finde es super, wie bei dem Spiegel links dann nur das Glas und so weggebrochen ist, aber die Halterung noch da ist. Ist super. Das ist Qualität. Au, 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 nicht die Leitplanke mitnehmen. Unschön, Lukas. Am Wagen. So, jetzt sind wir gerade schon oben. Die Strecke ist wirklich lang, also Halleluja. Das drei Runden, jetzt sind wir gerade im Viertelfinale. Mal gucken, ob wir jetzt auch alles treffen. Aber den Hauptrivalen hier, denke ich mal, für die Strecke haben wir schon besiegt, den Nakano. Weil ich denke mal, das ist hier so sein Heimatgebiet und... wenn ihr den besiegt habt, hat man, glaube ich, gegen andere Gegner auch eine gute Schnitte, würde ich mal behaupten. Aber. Würde ich jetzt mal behaupten. Ob das so ist, ist wieder was anderes. Das sehen wir ja gleich. So, komplett halt den Wagen ins Ziel gebracht. Jetzt hat man den Ingenieur erstmal wieder was zu tun. Da freut er sich sicher rüber, wenn er Arbeit hat. Oh ja, das will ich sehen. Rekordkulisse, Millionen Zuschauer, riesige Erwartung. Und du hast dich selbst übertroffen. Ich hab gedacht, hätte er jetzt nur das Oh ja gesagt, es wäre so perfekt gepasst. Der Versieger ist kaputt aussehen. Oh ja, das will ich unbedingt. Meine Fresse, ich liebe kaputte Autos. Mann, habe ich was zu tun. Ist das schön. So ungefähr. So. Hongkong hat ein paar heftige Steigungen. Ja. Du musst auf guten Grip und hohe Kurvengeschwindigkeiten achten. Oh, Silber im SLR McLaren. Das passt. Dieses Auto kommt Driftfans und tschüssi. Versuch das Auto in den Kurven in einen Drift zu kriegen, um das Tempo. Da siehst du, wie sehr der unterlegen ist gegenüber den anderen. Ey, schon am Start ziehe ich den meilenweit weg mit der Beschleunigung. Das ist so krass, wie du den SLR einfach mal in grunden Boden fährst mit dem ersten Martin. Was ist denn mit jedem in der Klasse? So, gucken, wie lange wir das Tempo hier durchhalten können. Das war schon so. Oh Gott! Boah! Mein Wagen fährt noch. Ich weiß nicht, wie das bei ihm aussieht. Alter Schwede, das hat geknallt. Ja, aber ich habe auch so eine schöne Pirouette hingelegt, ne? Schön rum. Heck angeschlagen, schleif, schleif, schleif rum. Und dann kommt er. Wo kommt er denn? Ah, da. Boah. Bam. Gib ihm. Boah, das hat. Oh, Alter, wie sehr weit er meine Achsen da vorne geschoben hat. So, da ist mein Spoiler auch weg. Brauche ich mich deswegen auch schon nicht mehr sorgen. Schön, da kommt nochmal sein Spoiler und da sein Auto drunter läuft. Ja, der hat auf jeden Fall Achsprobleme. Ob ich Probleme habe, sehen wir jetzt gleich. Nö?
Ja doch, ich hab rechts rein. Rechts hat die Achse aber auch ordentlich einen drauf gekriegt. Das ist ehrlich, dass keiner von uns beiden total schlagen gegangen ist. Boah. Penner! Wundert mich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht. Er wundert mich ehrlich gesagt, so wollte ich das sagen. Ich wundert mich nicht, sondern wundert mich. Sag mal, irgendwie habe ich irgendwas an dem Wagen verändert, dass er jetzt plötzlich so schnell ist? Du bist mit ihm draufgefahren, du solltest nicht schneller sein, das ist langsamer eher. Aber hey, der Silver, der kann mit einem kaputten Auto viel schneller fahren. Der Auspuff ist hinüber. Du kannst zwar noch Topspeed erreichen, aber es wird deutlich länger dauern. Oh. Scheiße. Deswegen zieht er so weg. Ich habe keine Beschleunigung mehr. Mein Auspuff fehlt. Ach, fu. Das ist jetzt nicht gut, weil er hat keine Motorprobleme. Er wird nur Achsprobleme haben. Na gut, dann muss ich jetzt Windschatten nutzen. Ist das meine Beschleunigung? Oha, das könnte jetzt lustig werden. Alter, Junge! Das gibt es, ist eine Klopperei-Rennen jetzt hier, ey, mein Gott. Ja, ich muss mich jetzt wehren, weil jetzt habe ich kein Auto mehr, was fahren kann. Ich habe ja keine großen Lenkprobleme, habe ich alles nicht, aber ich habe halt echt Beschleunigungsprobleme. Ich komme nicht mehr aus dem Quark mit dem Ding. Weil mir der Auspuff halt jetzt fehlt. Oder mich halt, dass er mit einem komplett kaputten Motorblock noch schneller fährt, hey. Boah. Boah, das war jetzt gerade die Kamera, ein bisschen creepy. Nö, nö, du. Oh, Alter, der tuckert hier nur noch vor sich hin, der ersten Martin. Der will nicht mehr. Das ist krass. Du bist noch ein Viertel des Rennens. Doch so, jetzt mich gegen ihn durchkämpfen. Ja, Drift brauche ich gar nicht mehr machen. So viel Tempo habe ich ja gar nicht. Boah, der kriecht ja nicht nur noch über Strecke. Jetzt komm! Nur weil der Auspuff weg ist, muss jetzt nicht komplett abkacken. Nein, 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 er ist gerade eine Spazierfahrt, würde ich mal behaupten. Sehr entspannt, das Rennen. Ich möchte gar nicht wissen, was die Ingenieure von unseren beiden Fahrzeugen sagen. Ey, meine Fresse. Wie er sich die Haare raufen. Er ist recht fast nackt, was ein Silber mit seinem Auto angestellt hat. Vollidiot. Fährt er anderen Leuten hinten rein, absichtlich. Schlimm. Boah, rettet ihr? Ich rette das echt nach oben. Es gibt's gar nicht. Total stark, war Profi, also, wenn du das gesehen hast, wie gut ich da gefahren bin, da sagen manche Leute echt nur, wow, also, was ein Typ, der kann echt fahren, das ist atemberaubend, das ist purer Skill, den er da zeigt, purer Skill, atemberaubend, schön. So, jetzt haben wir McLaren, das wird natürlich jetzt lustig. Gegen Kirkwood, oha. McLaren und Kirkwood, das wird lustig, weil der ist ein super Fahrer. Erstens das und zweitens ist der McLaren auch noch ein bisschen schneller als meiner. Scheiße! Mann, ist doch jetzt assi, wenn er jetzt so wegzieht. Guck dich das mal an, ey. Ich bin schon mit 300, über 300 unterwegs. Ja, der muss hier nämlich langsamer fahren. Weil sonst macht die KI nämlich Fehler und haut die Kiste in die Wand, wie der Nakano das wunderschön gezeigt hat. Boah, der zieht aber auch ab in der Kurve, ey, heftig. Also rausbeschleunigen aus der Kurve und sonstigen ist schon krass bei dem McLaren. Alter, ja, mach keinen Platz, nee, lass mir keine Luft zum Atmen. Alter, der fährt aber auch in Stil. Der ist wirklich sehr, sehr aggressiv, der Herr. Er fährt wirklich so gerade noch so, dass er gerade so durchkommt. Die kleinste Lücke wird direkt ausgenutzt. Ja gut, ist auch vernünftig so. Also solange er keinen Massencrash verursacht, passt das ja. So, Windschatten. Kann ich die nächste Kurve enger nehmen. Komm schon. Autschen, das war nicht gut für uns beide. Nein, nicht neu starten. Das, da haben wir beide gerade ein bisschen Müll gebaut. Aber ich glaube, er hätte sich weggedreht, hätte ich ihm keinen mitgegeben, oder? Ich glaube, der Weg wäre abgeflogen an der Stelle. Er bremst an und... Ja, ich glaube, er hätte sich gedreht. Dann habe ich ihn aber voll mitgegeben, weil er mir voll die Bahn gerutscht ist.
Oh, ist aber auch breitseitig eingeschlagen. Ich natürlich auch, aber... Mal hinten drauf gegeben. Ein nettes Duell, was ich mir jetzt hier aktuell in Hongkong mit den Gegnern liefere, ey. Oh, es ist hier aber auch echt... Nein, nicht bremsen, auf damit. Ist aber auch echt hart umkämpft, weil du fährst hier wirklich auf so wenig Straße zu zweit und musst dir deine Position erkämpfen. Da kommst halt schnell mal zu Blechkontakten. Das und... Nicht gerade wenig. Aber man geht hier schon ziemlich ruppig zur Sache, würde ich mal behaupten. Was ich aber auch gut finde. Es macht gerade echt Bock, gegen ihn zu fahren, weil er ist gerade ein bisschen der ruppigere Fahrer. Das passt mir gerade sehr schön in... Hab keine Berührungsängste. Beim Duell wird Kontakt nicht bestraft. Genauso sehe ich das auch. So, haben wir uns vorhin gesetzt. Das nur noch verteidigen. Das ist nämlich das Problem. Viel zu weit nach außen. Scheiße. Boah, das wird lustig, das hier zu gewinnen. Also, es kann auch kurz vor Ziel, kann sich das hier noch alles abändern wieder. Ja, schön Leitplanke mitgenommen, in Kollege. Toll. Da schleunig halt besser raus, das Problem. Nein, 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 nein. Hm. Gut, jetzt sind wir beide stehen geblieben, mal so ist ja nicht, ey, aber ich kann ja jetzt gleich alle 5 Minuten zurückspulen, weil irgendwas passiert. Alter. Hier haben wir uns das aber richtig gegeben, ne? Ja, er hat, ist plötzlich so weit nach innen gekommen. Ich war eigentlich komplett innen und dann zieht er plötzlich ziemlich weit nach innen rein. Und dann haut es natürlich, weil wir uns schön verkannt haben, uns beide in die Leitplanke. Volle Kanüle. Was hat er denn gemacht, dass er nicht mehr wegkam? So, der nette Herr gibt gerade Vollgas gegen die Mauer. Okay, gut. Naja, fährt aber wieder, okay. Boah, auf Hongkong kannst du aber nette Duelle mit den Gegnern haben, ne? Also dafür muss ich ja schon mal sagen, dafür die KI ja echt mal geil. Gefällt mir, also, weil die fährt schön aggro. Gut, jetzt das Manöver war jetzt gerade komplett von mir, aber er hätte ein bisschen weiter außen bleiben können. Er hätte meiner noch Luft gewesen, aber er ist doch innen reingezogen, obwohl ich innen war. Da wurde das ein bisschen eng. Klar, natürlich war mein Manöver ziemlich übermotiviert, aber das hätte funktionieren können. Guck mal wieder ran, ja. Beschleunigungstechnisch zieht er mich hier halt. Aber ja, letztendlich zieht das jetzt nach Hause und gut ist. Bam. Gewonnen. Gut, mein Ingenieur ist sprachlos, kann ich aber auch verstehen. Endlich hält er auch mal die Klappe, ich habe auch gar nichts mehr dagegen. Und so, gut. Haben wir das Rennen auch in der Tasche? War aber eine nette Duelle. Das hat richtig Bock gemacht gerade. So, jetzt haben wir auch endlich mal die 20 Millionen geknackt. Oh, wow. Das ist eine nette Menge Fans, die wir jetzt bekommen haben. Schön. Mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Okay, wenn wir gerade dabei sind, können wir mal gucken, ob wir welche Sachen wir schon erreicht haben. Gewinne eine Fahrzeug-Challenge, belege in jeder Eventrunde eine Sensei-Messung mit dem ersten Platz. Das war's doch schon. Okay, hier müssen wir noch gewinnen ein Ausstattungsevent. Basieren allen Eventrunden des Events Virgin Media Checkpoint Serie mindestens 60 Check. Ach du Scheiße, das wird lustig. Gewinnen das Event Rockstar Energy Duell Serie mit 2 Sekunden Vorsprung sollten wir schaffen. Schlage in the Loop eine Rundenzeit von. Ja, gut. Eigentlich alle Sachen, die wir schaffen können. Ja, das wär's dann heute wieder von Let's Play. Ach ja, den SLR müssen wir noch lackieren. Ja, genau. Hat mir gerade aufgefallen, der steht nämlich hinten gerade so extrem hässlich da rum. Den müssen wir nämlich noch ganz kurz umlackieren. Das machen wir jetzt auch kurz zum Schluss, würde ich sagen. Weil das passt ja nicht. Was denn? Das sieht ja aus. So. EU, yep. Bitteschön. Und natürlich müssen jetzt auch passende Felgen drauf. Damit das natürlich auch passt. Kommt natürlich wieder schön diese Tourenwagenfelgen, wie ich es in liebevollen Nenne, drauf. Fertig. Yep, auf dieses Fahrzeug anwenden. Dankeschön. So, der einen hatten wir noch, den wir noch lackieren mussten. Welcher war das denn? Der Audi, hatten wir den schon? Den Audi haben wir schon, ne? Ist ja irgendein Deutscher, das ist die Sache. Deutschen, den haben wir. Ah, der Mercedes SLR, haben wir den schon? Ha, den noch nicht, genau, der war's. Der hat uns gefehlt. So.
Machen wir das doch ganz schnell noch. Das geht ja rucki zucki. Yep, bitteschön. Und natürlich kriegt ihr auch noch andere Felgen. Die sehen nicht so dufte aus. Da kommt noch was Schöneres drauf. Nehmen wir denn da mal. Kann ruhig ein bisschen prunkig sein, würde ich sagen. Wo so normale Rennfelgen mir eigentlich immer noch am besten gefallen, als immer diese Protzfelgen hier. Komm, nehmen wir doch mal die hier. Komm, nehmen wir die. Fertig ist. Passt doch ganz okay. So. Und damit wären wir nun jetzt durch mit Grid 2 für heute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mal ein Like freuen. Ich bin der Blumpf, bin raus. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.